möchten hier die Formel zur Berechnung des Flächeninhaltes einer Ellipse berechnen. Wir haben hier eine allgemeine Ellipse mit großer Halbachse A, die ich hier schön einstellen kann, und mit kleiner Halbachse B, die ich ebenfalls einstellen kann. Wir möchten den Flächeninhalt von dieser Ellipse berechnen. Dazu reicht es eigentlich, das Vierfache von diesem Flächeninhalt her zu bestimmen. Und dieser Flächeninhalt, das ist ganz einfach das Integral von 0 bis a von dieser Ellipsenfunktion. Die Ellipsenfunktion kennen wir noch nicht, aber wir kennen die Ellipsengleichung. Die Gleichung dieser Ellipse sieht so aus und diese Gleichung lösen wir einfach nach y auf. Das Plus, das ergibt die obere Halbellipse und das Minus, das ergibt die untere Halbellipse. Also die obere Ellipsenfunktion, die wir hier integrieren sollen, das ist die Funktion, die jeder Zahl x b auf a mal Wurzel aus a² minus x² zuordnet. Um also den Flächeninhalt der gesamten Ellipse zu berechnen, brauchen wir nur das Vierfache von diesem Integral zu berechnen. Wir berechnen das Integral von 0 bis a von dieser Ellipsenfunktion, das heißt b auf a mal diese Quadratwurzel. Die Zahl b auf a multipliziert und hängt nicht von der Integrationsvariable x ab, also ist das eine multiplikative Konstante, die aus dem Integral rausfliegt. Die multipliziert dann vor dem Integral. Dann bleibt hier dieses Integral zu berechnen und wir haben Glück, denn dieses Integral ist genau das Kreisintegral und im Tutorial RSM 022 haben wir bewiesen, dass dieses Kreisintegral genau Pi r Quadrat Viertel beträgt. Also dürfen wir das hier einsetzen, nur eben statt Radius r steht hier die große Halbachse a. Dieses Integral ergibt also Pi a Quadrat Viertel. Und jetzt kürzen wir noch diesen Bruch und finden als Flächeninhalt der Ellipse Pi mal a mal b. Also um den Flächeninhalt einer Ellipse zu berechnen, berechnet man einfach Pi mal die Länge der großen Halbachse mal die Länge der kleinen Halbachse.